Wir sind wieder mal zurück auf Berg. Ja, ich weiß, war eine relativ lange Zeit jetzt Pause. Also wie gesagt, ich war auch ein bisschen krank, konnte zurzeit leider nicht zocken. Hat mich selbst ein bisschen angekotzt, aber ich hoffe natürlich, dass ihr euch heute wieder mal freut auf das nächste Let's Play. Und zwar haben wir hier ein Erstkaufangebot, den Wunderschlag können wir bekommen. Okay, optisch sieht er geil aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Was haben wir hier? Maximal plus 5, okay, Raum zum Wachsen. 5 freie Stellen auf Berg, alles klar, wissen wir Bescheid. Können wir da auch noch zuschlagen, können hier mal gucken, was da so geht. Was haben wir hier? Geist des Sommers Paket. Okay, okay, okay. Sieht natürlich auch geil aus. Und dann haben wir hier natürlich noch kalte, harte Währung Bündel. Alles klar, wissen wir Bescheid. So, was haben wir dann? Ich würde sagen, wir legen erstmal wieder los. Werden natürlich unsere Drachen natürlich auch erstmal nochmal komplett neu losschicken, sammeln unsere Ressourcen ein und gucken dann natürlich, was wir hier und heute noch so veranstalten können. Ich hoffe natürlich, dass wir unsere Ressourcen irgendwie an den Mann beziehungsweise an den Drachen bringen können, aber versprechen kann ich natürlich erstmal noch nichts. Wir müssen natürlich erstmal gucken, was hier heute so geht. Ich meine, klar, wie gesagt, eine Weile war ich nicht mehr am Start, von daher muss ich hier auf alle Fälle ein bisschen was nachholen. Neues Update ist hoch rausgekommen, von daher würde ich natürlich von euch mal gerne wissen wollen, was hat sich hier verändert? Hat hier vielleicht der ein oder anderen Plan? Wäre auf jeden Fall geil, wenn er da auf jeden Fall mal was in die Kommentare tackert. So, dann haben wir das erledigt, switchen hier gleich nochmal rüber. Und werden dann natürlich die Drachen hier auch gleich nochmal neu losschicken. Hier machen wir auch gleich mal weiter. Und dann würde ich sagen, sammeln wir hier nochmal ein bisschen Holz ein. Und können dann auch gleich nochmal gucken, was wir hier und heute, wie gesagt, noch veranstalten können. Also ich würde sagen, wir checken natürlich erstmal ab, wen wir hier vielleicht in der Akademie stoppen können. Ihr seht natürlich, ja, hier ist wieder mal ein bisschen Platz. Akademie auf Level 13 haben wir. Okay, du brauchst 3210 Wikinger. Da ist natürlich auch noch ein bisschen was zu tun. Eisentechnisch sind wir auch nicht allzu gut bestückt. Von daher würde ich sagen, sammeln wir hier erstmal ein bisschen Eisen ein und können den natürlich erstmal nochmal neu losschicken. Ich denke, das ist fast ja nicht so doof. Trotzdem, ich sagen muss, vielleicht können wir auch noch den einen oder anderen trainieren. Das wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Oh, 22 Eisen können wir uns nicht leisten. Hier müssen wir natürlich auch erstmal noch was machen. Der ist auf 92. Was kostet der Spaß? Oh, 419 Mülle. Ich würde sagen, dann werden wir das erstmal in Angriff nehmen. 2 Tage, 8 Stunden dauert's. Klar, eine mega lange Zeit. 8 Mülle haben wir jetzt noch auf Tasche. Das heißt natürlich, dass wir hier und heute natürlich nicht so eine krassen Drachen trainieren können, weil die sind natürlich immer mal ein bisschen derbe teuer. Von daher müssen wir mal gucken. Den füttern wir erstmal bis auf Level Nummer 62, können den für 23 Stunden 30 Minuten trainieren, 15,5 Mille Holz kostet das, das heißt natürlich ja, wir können uns erstmal nicht so wirklich leisten, was kostet das, 3,3 Mille, dann würde ich sagen, schlagen wir hier zu für 5 Stunden 35 Minuten, da wollen wir erstmal in den Hangar gucken, vielleicht finden wir da noch den ein oder anderen Drache, den wir mit unserem bisschen Holz hier noch trainieren können. Wen haben wir hier? Hier haben wir den Garfield York. Ich würde sagen, den füttern wir erstmal und trainieren den für jeden Tag. 1 Million, oh, 1,03 Mille kostet das. Dann haben wir hier den Sturmschneid. Naja, Sturmfalls Partner würde ich sagen, das ist eine sinnvolle Sache. Jeden Tag 3 Stunden, jeden Tag 21 Stunden. Dann würde ich sagen, wie teuer? Ja, 3 Mille. Dann machen wir das erstmal. Haben wir da den nächsten Drache erstmal im Training. Dann können wir hier noch den einen oder anderen pimpen. Fleischklops Partner. Pimpen wir auf bis auf Level Nummer 48. 40, jeden Tag 21 Stunden, 5,4 Mille. Das können wir uns natürlich gerade noch nicht so wirklich leisten. Jeden Tag 21 Stunden, okay. Also hier haben wir nur 2 für jeden Tag 21 Stunden. Das wäre natürlich eine Option. Insgesamt haben wir 3 Drachen im Training. Das heißt natürlich, da müssen wir auf alle Fälle auch noch ein bisschen was machen. Aber ich würde sagen, wir legen jetzt erstmal los. Machen jetzt natürlich erstmal weiter und checken natürlich erstmal unseren Ohnezahn. Was hat der für uns? 65 Mille Fisch, die sammeln wir natürlich erstmal ein. Holztechnisch wäre mir natürlich doch ein bisschen lieber gewesen. Aber ich muss sagen, klar, ist halt so, wie es ist. Ich würde sagen, den schicken wir nochmal auf die Reise oder lassen den natürlich irgendwas suchen. Was würdet ihr machen auf der Reise? Naja, fischtechnisch könnte man ein bisschen was bringen. Aber mehr ist dann auch nicht so wirklich drin. Aus dem Grund würde ich fast sagen, gehen wir hier erstmal auf Suchen und könnten hier den Wunderschlag erstmal suchen. 3 Tage, 22 Stunden jetzt. Limitierter und exklusiver Drache. Der sieht optisch natürlich fast so aus wie der Sturmschneid. Aber wenn wir die Beeren einfach mal miteinander vergleichen, ihr seht natürlich runtechnisch. Der kostet 1.700, der kostet 7.000. Also ist natürlich schon ein kleiner Unterschied. Und wenn ich die jetzt hier einfach mal vergleiche, sehe ich natürlich auf Anhieb, dass der Sturmschneid natürlich keinen Fisch sammelt. Dafür sammelt der Wunderschlag kein Holz. Aber wenn ich die trotzdem vergleiche, sehe ich natürlich,
dass sie beide gleich lange suchen, und zwar 21 Stunden 20 Minuten. Der Inne und der Sturmschneid sammelt hier 3,22 Mille Holz pro Stunde auf Level Nummer 124. Der andere sammelt 5,52 Mille Fisch pro Stunde auf Level Nummer 124. Von daher denke ich, seht ihr natürlich selbst auf Anhieb, wer der bessere ist. Eisentechnisch ist es natürlich auch ganz klar, dass der Wunderschlag da die Nase vorne hat. Der sammelt in einer Stunde 40 Minuten 125 Eisen und der Sturmschneid sammelt in einer Stunde 50 nur 137 Eisen. So, außerdem sind es natürlich zwei Drachen mit einer extrem hohen Feuerrate. Der Sturmschneid hat 3777, der Wunderschlag 5398. Das heißt natürlich für mich, dass ich den Wunderschlag auf alle Fälle erstmal suche. Den Sturmschneid habe ich sowieso schon auf Tasche. Von daher drückt mir die Daumen, dass hier was geht. Die Gratistasche haben wir auf jeden Fall unserem Ohnezahn mit dazu gepackt. Von daher hoffe ich natürlich, dass wir da am Ende irgendwie ein bisschen Glück haben. Dann würde ich sagen, checken wir Johann erstmal ab, schlagen hier auch gleich nochmal zu, holen uns den Gegenstand. Und dann können wir hier gleich nochmal gucken, was gibt hier. Okay, was ist hier? Initiation, Berg rauf, Bolde, was ist denn das hier? Meine Drachen, okay. Gemeinsam mit Berg sollte auch unser Schutz, oh, deswegen habe ich etwas geplant. Die Berg rauf, Bolde, Bergs enge Drachen weiter, okay. Du wirst Berg von Gefahren beschützen, die etwa den wilden Drachenjägern, den Zwillingen, okay. Wir haben Reiter postiert, die deine Fähigkeiten, deine Entschlossenheit und deine Kommunikation mit deinen Drachen prüfen sollen. Am Ende wartet ein besonderer Preis auf dich, okay? Optisch sieht's geil aus. Ich mach mal kurz einen Screenshot. Hier haben wir 5 von 5. Ich weiß natürlich nicht, was das bedeutet gerade. Also halt gerade nicht so wirklich eine Peilung. Fortschritt 3%. Okay, okay, okay. Da würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder raus, gucken da später nochmal rein. Dann können wir hier natürlich erstmal noch ein bisschen was einsammeln. Das werden wir auch erstmal machen. Schließen das erstmal wieder, gucken dann hier gleich nochmal rein. Ach so, das haben wir uns schon angesehen. Das haben wir uns auch schon angesehen. Das haben wir uns auch schon angesehen. Den Wunderschlag suchen wir auch gerade. Ja, okay, dann können wir uns hier natürlich, wenn wir wollten, ein paar Runen holen. Aber geht natürlich nur, wenn wir ein Drachenreiter sind. Von daher fällt das natürlich auch flach. Okay, in der Verteidigung könnte man natürlich Flotte Nummer 84 vernichten, wenn wir wollten. Da könnte man eigentlich mal gucken. Aber unser Ohnezahn ist eh gerade los. Von daher würde ich sagen, lassen wir das erstmal. Was machen wir dann? Wir checken erstmal die Drachen hier ab und sammeln hier erstmal alles ein. Beziehungsweise müssen erstmal gucken, ob wir überhaupt irgendwie was bekommen. So, dann kriegen wir ihn hier erstmal nochmal 6 Runen mit dazu, schicken den erstmal nochmal auf die Reise. Dann würde ich sagen, switchen wir hier unten nochmal hin und gucken da natürlich auch gleich nochmal nach. Gehen hier erstmal nochmal auf Weiter. So, dann können wir natürlich hier rüber switchen zu unserem Muffel. Gucken danach, oh, 50 Eisen wären geil, aber wie gesagt, bei unserem Glück haben wir wieder mal extrem viel Pech. Dumme Laufen, die 40 Eisen wären es vielleicht, ich weiß es noch nicht, von daher checken wir da später die Lage. Sammeln hier erstmal das ein, schicken den natürlich für 8 Stunden nochmal los, gehen dann hier rüber zu unserem Immerflügler, werden hier auch erstmal das einsammeln. Und dann würde ich sagen, werden wir erstmal hier rauf gehen, was haben wir hier? Hier haben wir erstmal unser Gratis-Paket, da gucken wir erstmal nach. Zweimal der Gronkel, einmal der riesenhafte Albtraum, einmal der flüsternde Tod. Okay, dann wartet auch schon, dann holen wir uns hier natürlich nochmal ein paar Gegenstände. Okay, okay, okay. Dann haben wir das natürlich auch erledigt, können hier nochmal reingucken, könnten da nochmal checken, was gibt's hier. Jetzt beitreten wollen wir nicht. Von daher würde ich sagen, gehen wir hier oben erstmal ruf, checken hier erstmal die Lage und gucken natürlich, ob wir hier eventuell einen Sieg nach Hause holen können. Klar, ich bin gespannt, gucken, was hier am Ende so geht. Gucken, ob wir hier einen Sieg holen oder ob uns der Gegner dann doch ihn auf die Mütze haut. Also wie gesagt, ich bin spannend. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Du kannst anhand der Zugreihenfolge deine Strategie teilen. Du wirst orange dargestellt und deine Gegner in lila. Siehst du die der Weisen, den Drachen nur noch wenig Gesundheit haben, kannst du die damit heilen. Okay. Es hat negative Statuseffekte. Okay, wissen wir gut. Wissen wir erstmal Bescheid. So, dann würde ich sagen, legen wir los. Da haben wir eh einen Gegner nur. Das müssten wir eigentlich packen. Oder kommen da noch ein paar andere mit dazu? Wie ist, was ist hier denn los? Irgendwie sieht es relativ nice gerade aus. Oh,
Oh, zwei Wellen, das sehe ich jetzt erst. Vorher war immer nur eine Welle am Start. Alles klar, wir hauen den erstmal weg. Haben dann natürlich Aktionspunkte technisch ein bisschen was am Start. Von daher denke ich, müssten wir eventuell so ja packen. Wenn wir erstmal unsere Spezialattacke raushauen, so blockieren wir nämlich erstmal die Spezialattacken des Gegners. Ich glaube, das ist für uns eigentlich relativ sinnvoll. Von daher würde ich sagen, greifen wir hier natürlich erstmal nochmal an und hoffen natürlich, dass wir hier am Ende dann doch irgendwie den Sieg nach Hause holen, was ich natürlich erstmal noch nicht so wirklich versprechen kann. Jetzt haben wir den Falschen angegriffen, habe ich natürlich wieder, naja, nicht so gut agiert, aber ich glaube trotzdem, dass wir hier am Ende den Sieg nach Hause holen. Also davon gehe ich einfach mal aus. Ehen kloppen wir auf alle Fälle erstmal weg. Das heißt natürlich, wir haben nur noch einen gegnerischen Drache hier am Start, der uns gefährlich werden kann. Die Spezialattacke ist blockiert, das passt natürlich. Und wir sind dann nur noch ausgewichen. Von daher haben wir den Sieg so gut wie in der Tasche. Also ich glaube, hier passiert gar nichts mehr. Ich weiß natürlich nicht, liebe Ebenen-Symbole, was das so auf sich hat. Also ich weiß, mit dem einen Teil können wir uns irgendwie heilen, mit dem anderen keine Peilung. Was da geht, wenn ihr eine Idee habt, tackert mal eine Kommentare, würde mich natürlich interessieren. Ansonsten würde ich sagen, sind wir durch für heute. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschö. Oh nee, doch nicht tschö. Wir können hier nochmal am Rad drehen. Das machen wir auf alle Fälle nochmal. So, für 125 Mille Holz ist natürlich auch geil. Zusätzlich drehen könnten wir, wenn wir wollten. Exklusiv für Drachenreiter. Ah, wir sind kein Drachenreiter, von daher. Fällt das natürlich erstmal flach. Ich gehe hier erstmal raus, hallo. Und dann würde ich sagen, werden wir natürlich erstmal nochmal gucken, wen wir hier eventuell noch trainieren können. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder mal holztechnisch ein bisschen was am Start. Von daher würde ich sagen, gehen wir hier erstmal rein und trainieren jetzt trotzdem. Einen, der vielleicht nicht ganz so viel kostet, weil ich habe mir da schon einen ausgeguckt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oder wollen wir uns vielleicht doch einen anderen suchen? Ich würde sagen, nehmen wir den Schnüffbuckler. Okay, trainieren den erstmal auf Level Nummer 49. Dauert natürlich noch eine Weile, bis es soweit ist. Dann können wir den nochmal trainieren. Aber ich glaube, nee, die Akademie ist schon voll. Von daher fällt den natürlich flach. Was können wir dann noch machen? Ich würde sagen, wir drehen hier auf alle Fälle nochmal am Rad. Gucken natürlich, ob da am Ende was bei rauskommt. Aber wie ihr seht, wird es wieder. Das heißt natürlich für uns, die 4,62 Mille Fisch, die hören uns. Dann könnte man natürlich nochmal einen zu Valka schicken. Da weiß ich natürlich noch nicht so genau, für wen ich mich entscheiden soll. Aber ich hoffe natürlich, uns fällt hier irgendwie was ein. Drehen wir hier nochmal am Rad. Ach nee, den haben wir gleich mal aufgelevelt. Auf Level Nummer 72. Dann können wir den nur erstmal nochmal ein bisschen füttern. Können den für jeden Tag trainieren. Aber wie gesagt, die Akademie ist voll. Aus dem Grund würde ich sagen, drehen wir hier gleich nochmal am Rad. Und gucken, was da so geht. Aber hier, wie ihr seht, wird es auf jeden Fall wieder mal absolut überhaupt nichts. Die 12,5 Mille hören uns für 15 Stunden, würde ich sagen. Werden wir den nochmal losschicken. 25 Mille Holz kostet das. Dann haben wir das erledigt und sind für heute auch eigentlich erstmal wieder so weit durch. Ich will nur noch mal kurz gucken, ob wir vielleicht noch den einen oder anderen trainieren können. Holz kann noch einer sammeln. Okay, wir bräuchten noch einen Holzsammler. Der sammelt Fisch. Nee, der muss Holz sammeln. Kann der vielleicht... Der sammelt Holz und der sammelt Fisch und dann ist erstmal wieder soweit alle Paletti, würde ich sagen. So, unsere Drachen haben wir neu losgeschickt in der Akademie. Ist alles soweit im grünen Bereich, bei Valka natürlich hoch. Von daher denke ich, haben wir alles erledigt. Wenn euch noch irgendwie was einfällt, könnt ihr ja natürlich mal in die Kommentare tackern. Aber ich würde sagen, einen Kampf machen wir noch zu guter Letzt. Checken hier natürlich nach, Watti oder ab Watti natürlich heute noch so geht. Also wie gesagt, ich bin gespannt, ihr hoffentlich hoch. So, wir beginnen mit Welle Nummer 1, greifen erstmal den Kollegen an. Ich würde sagen, greifen wir den gleich nochmal an, weil der hat natürlich jetzt eine starke Attacke in der Tasche, beziehungsweise einen starken Angriff. Von daher will ich den eigentlich relativ fix aus dem Weg räumen. Also ich denke, das ist eine sinnvolle Sache. Was können wir jetzt mal? Nö, ich würde sagen, wir greifen den so nochmal an oder greifen wir den? Ja, wir greifen den erstmal nochmal an.
So, und dann sind wir natürlich gleich nochmal dran, können auf jeden Fall erstmal ihn auseinanderhämmern. Das heißt natürlich, wir hauen hier unsere Spezialattacke raus und werden erstmal ihn eliminieren. Der andere ist eigentlich, naja, auch so wie am Arsch, muss ich sagen, weil die Spezialattacken des Gegners sind blockiert. Von daher mache ich mir da erstmal nicht so wirklich eine Platte. Ich denke, den Sieg werden wir auf jeden Fall am Ende nach Hause holen. Davon gehe ich einfach mal aus. Ausgewichen sind wir ohne. Dann würde ich sagen, greifen wir jetzt erstmal mit dem an. Und haben jetzt natürlich in der Welle Nummer 2 auch noch zwei Gegner am Start. Gucken, ob wir irgendwie den Sieg nach Hause holen. Gucken, ob es am Ende reicht. Ich weiß es natürlich noch nicht. Wir können jetzt mit der Attacke hier anfangen. Das machen wir auch gleich mal. Und greifen dann gleich den nochmal an. So, dann würde ich sagen, gehen wir gleich nochmal auf den Kollegen hier ruf, weil die Wahl erstens haben wir natürlich da ein bisschen den Vorteil, wenn wir den Kollegen angreifen, auf jeden Fall mit dem Drache hier. Und dann würde ich sagen, werden wir unsere Spezialattacke nochmal raushauen. Und machen natürlich, wenn wir Glück haben, beide platt. Nee, am Ende reicht's nicht. Am Ende haben wir doch ein bisschen Pech. Aber ich würde sagen, so haben wir jetzt auf alle Fälle den Sieg in der Tasche. Ich denke, hier ist alles so weit im grünen Bereich. Den Sieg haben wir, wie gesagt, in der Tasche. Von daher habe ich eigentlich das Gefühl, dass wir heute wieder mal alles richtig gemacht haben. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps für mich habt, was sich hier verändert hat oder was ich eventuell in Zukunft machen soll, dann schreibt das einfach mal in die Kommentare. Würde mich natürlich interessieren. Wäre auf jeden Fall eine hammerfette Kiste von euch. Also wie gesagt, ich würde mich freuen. Wie gesagt, tackert das mal rein. Oh, 15 Mille Fisch, das nehmen wir natürlich gleich mal mit. Und dann schließen wir das erstmal wieder. Sind dann für heute erstmal so weit durch. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn er mal deine Kommentare tackert, wenn er irgendwie was da lasst, was ich hier in den nächsten Let's Plays machen soll. Also wie gesagt, ich bin wieder zurück. In Zukunft seht ihr natürlich wieder regelmäßig Let's Plays. Also ich will auf jeden Fall versuchen, so 1, 2, 3, 4 Stück die Woche zu produzieren. Also wie gesagt, ist natürlich jetzt gerade bei mir auch ein bisschen schwierig. Gerade arbeitstechnisch krank war ich auch. Also wie gesagt, ich habe eine Menge zu tun. Von daher hoffe ich natürlich, dass ihr das irgendwie verstehen könnt. Und außerdem hoffe ich natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.